Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Er wurde von Google aufgekauft. Was? Google? Spielen wir Google? Nein. Wir spielen natürlich nicht Google. In der Beschreibung habt ihr es schon gelesen. Da ich darum gebeten wurde, habe ich es einfach mal gemacht. Das Modded Skyblock ist ab sofort als Modpack verfügbar. Ja, wo gehen wir da hin? Natürlich sind alle Links unten in der Beschreibung. Wenn nicht, dann hat YouTube das geändert. Dann schreibt es, ich pack sie dann wieder rein. Aber sollten drin bleiben. Was brauchen wir dafür? Tja, ich habe das Ganze über den Technik-Launcher. Hier oben haben wir die Adresse. www.technikpack.net. Hier klickt ihr einfach unten auf Get Launcher, ladet ihr den Launcher herunter. Könnt ihr mal gucken, was passiert, wenn ich da draufklicke. So. Hier wählt ihr euer Betriebssystem, mit Vorliebe natürlich Windows. Ladet es runter. Dies ist die ausführbare Datei auch, das heißt, ihr installiert mit dieser Datei. Mit dieser Datei startet ihr aber auch immer. Packt den hin, wo ihr wollt. Und wenn sich das Ganze installiert hat, ich installiere das Ganze natürlich nicht, da ich es schon habe, passiert Folgendes. Ihr seht es. Er startet. Natürlich dauert die erste Installation ein bisschen länger. Zack, das ist zu viel. Ihr startet hier, ich richte das mal so ein bisschen, so. Na, passt nicht ganz drauf. Aber das Wichtigste sieht man. Ihr startet, wenn ihr den Launcher habt, hier vorne auf Entdecken. Hier oben habt ihr drei Tabs. Da haben wir natürlich ein Modpack. Moment, wir holen mal kurz rein ins Video. Er schickt wieder komische Links, die gucken wir uns doch einfach mal an. Ja, nein. Gut. Weiter in der Materie. Wir gehen dann hier oben auf Modpacks. Dann haben wir hier oben links Add Pack or Search. Da können wir dann ganz einfach Paragon, so ein Apostrophchen S. Dann wird dieses Pack automatisch angezeigt. Ihr könnt dann hier unten, wo jetzt Spielen steht, auf Installieren klicken. Er installiert das Ganze. Ihr könnt es dann starten. Oder ihr packt den Link, den ich auch unten in der Beschreibung habe. Nanu. Komische Sachen gibt's. Packt ihr hier oben rein und dann kommt ihr auch automatisch hier hin. Vorerst erkennt man nur an diesem Skyblock hier oben. Die anderen Grafiken muss ich noch machen. Wenn Updates kommen, seht ihr das natürlich hier auch alles brav und toll und schick und wird schon irgendwie. Was ich euch allerdings empfehle, hier habt ihr die Modpack-Option. Spielt ruhig immer mit der empfohlenen Version. Ihr könnt auch eine bestimmte, da ist aber sowieso immer nur eine drin. Weiß auch nicht, warum ihr das auch bei Updates, wie auch immer. Hier oben habt ihr rechts eine Launcher-Option. Ist eigentlich ganz simpel. Ich habe hier einfach Start bei Modpacks, habe ich den Haken reingemacht, der ist ursprünglich aus. Dann kommt ihr automatisch hier hin, um nur auf diese nervige Entdecken-Seite zu kommen. Den Rest habe ich alles gelassen. So, Entschuldigung. Und hier bei den Java-Einstellungen ruhig die Gigabyte-Zahlen ein bisschen hochstellen. Ist bei Modpacks zu empfehlen. Ich habe 3 GB eingestellt. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Ja. Und das war's auch schon. Einfach, oder? Ja. Dann könnt ihr auf Spielen klicken. Das Ganze startet dann. Und ihr könnt auch dasselbe Modpack verwenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Spielen.
Wie gesagt, es ist mit einem Klick. Es kann sein, dass hier oben offline steht. Ich weiß nicht genau, wann das kommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf der Seite gegebenenfalls anmelden müsst. Das kann natürlich auch sein. Aber, soweit ich das glaube ich weiß, nicht. Ah, ihr seht es ja dann. Ansonsten, es gibt bestimmt ganz viele Videos. Sonst fragt nochmal nach, wenn ihr es nicht wisst. Und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß damit. Baut fleißig rum. Es ist auch eine Startmap mit drin. Also keine Sorge, es folgen noch ein paar weitere Maps. Und wenn ihr Vorschläge, Ideen für das Modpack habt, ruhig her damit. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt immer schön Bambus, euer Paragon. Tschüss.